Hallo und willkommen. So, weiter geht's. Wie voll ist mein Inventar? Ja, sieht ja ganz gut aus. Muss ich, das werde ich eh sammeln, also kann ich das auch gleich drinnen lassen. Das haben wir denn jetzt wieder? Okay. Da war doch gerade was gewesen, oder? Ach, da war was gewesen. Okay, gut, dann lass uns das mal machen. Neuer Start, neues Glück. Habe ich seit 4 oder 5 Tagen nicht mehr gespielt. Deswegen, ja, ich muss mich erstmal wieder orientieren, Jürgen. Ich muss mal wieder die Police Spiel spielen. So. Okay, da war ich wohl zu langsam, wa? Na gut, dann wollen wir mal weitermachen hier. Ja? Haben wir hier noch ein bisschen was? Auch den haben wir hier noch. Ja, wir machen erstmal generell etwas Ordnung. Wie ist denn die Mission überhaupt? Da bin ich wieder. Ja, das Mikro ist ausgefallen. Ich muss das also ordentlich schneiden hier. Weil ich weiß nicht, wie lange ich jetzt ohne Mikro aufgenommen habe. Ist aber auch real. Ja, 3 Minuten. Okay. Kann höchstens eine Minute sein, die jetzt geschnitten werden muss. Ja. Gottes Willen. Hätte mich auch schlimmer treffen können. So, und einmal hier. Dann nehme ich das auch noch mit hier. Ja, mal gucken. So, meine Tochter kommt. Ich glaube, ich werde gleich wieder gestört. Ich hatte bis eben gerade noch den Test gemacht. Einen habe ich bestanden, einen habe ich nicht bestanden. Für ein Thema, das ich sowieso nicht verstanden habe. An den einen, den ich nicht bestanden habe, den habe ich nur ganz knapp nicht bestanden. Aber ich kann den ja noch zweimal machen. Alle zwei Tests. Also insgesamt viermal kann ich mich jetzt noch testen. Und ja. Da bin ich mal gespannt, was mich dann so erwartet. Beim Ergebnis beim zweiten Mal. Ich muss das erstmal alles nochmal aufschreiben heute. Das mache ich nachher. Deswegen, ich spiele jetzt erstmal und nachher werte ich den Test aus. Weil ich habe jetzt die ganze Woche nur gemacht und getan und so weiter. Ich musste auch ins Krankenhaus zu meiner Mutter. Die ist zwar aus dem Koma wieder wach, aber sie kann noch nicht selbstständig atmen und alles Mögliche. Das funktioniert alles nicht mehr. Aber noch nicht. Und da muss ich jetzt eine lebensgefährliche OP unterschreiben, aber wenn dies nicht gemacht wird, wird sie eh sterben. Also musste ich das jetzt erstmal alles so durch so machen, im Endeffekt. Ich hoffe, dass sie das alles überlebt. Aber Endresultat ist, wenn sie daran sterben sollte, ist nicht schön. Aber ohne die OP wäre gar nichts mehr. Und die OP findet nächste Woche statt, weil die Beatmungssachen, die jetzt drin sind, die gehen nicht auf Dauer und die verursachen immer wieder Fieber, weil es ein Fremdkörper ist. Und die müssen allerdings raus, dazu muss jetzt eine andere Lösung gefunden werden. Und das ist eben das Problem. Deswegen muss ich die OP anordnen, bis sie selbstständig atmen kann. Und ich bin der Einzige, mal wieder, der geistig, also kognitiv dazu überhaupt in der Lage ist, obwohl es die eigene Mutter ist. Ja. Aber was soll's, da muss man ja wohl durch, wa? Da muss man ja wohl durch. Gut. Ich nehme mal ein bisschen was mit, ich muss mich dann sowieso erstmal entleeren.
Okay, ich bin voll. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal zurück. Ich bin, ich weiß gar nicht, wie viel. Ich habe 3 Minuten und 30 Minuten gespielt. 3 Minuten und 30 Sekunden gespielt. Dann ist irgendwie das Mikro ausgefallen. Ich muss das heute aufladen. Das hier. Also, ist quasi mit Sensor und so weiter. Eins an PC und aber eins an der Kamera. Und eins quasi am Körper. Also, ich kann jetzt bei das hier dran machen. Mit der Verlängerung hat man im Endeffekt nur noch den Stöpsel hier oben und das Ding hängt hier oben an der Hose irgendwo. Und ich finde das total cool. Ich probiere das jetzt aus, weil ich mich damit, ja, ich möchte da mal, Mann, ja, ich möchte alles ausprobieren. So. Kein Platz mehr da so richtig, oder wie? Ah, ja, mal Seile. Neun. Ich glaube, es gehen immer 98. 99, genau. Das passt alles nicht. Dann haben wir die hier voll. Die Äpfel. Bei dem will ich gar nicht. Ich mache erstmal hier, das ist erstmal das Zeug hier raus. So. Dann haben wir das auch schon mal draußen. Das passt auch nicht. Ey, ich brauche mehr Truhen. Ich muss das Haus erweitern. Ja. Ich weiß nicht mehr wohl mit dem Zeug. Das passt hier noch rein. Und das passt hier noch rein. Genau. So, dann haben wir das hier. Ich muss das jetzt reinmachen, oder? Nee, es passt nicht mehr. Na, passt ja nicht mehr. Ich muss ja wirklich wieder Zeug verkaufen. Die Sachen findet man jetzt eh. Das heißt, jetzt wird mein Inventar belastet durch den ganzen Scheiß. Jetzt lass mich mal vorbei, weil ich habe keinen Bock auf dich. Ach, das haben wir vergessen abzubauen. Bei den Edelsteinen kriegt man natürlich auch schön Kohle. Gut. Warte mal, hier. Mist, 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 das hätte ja klappen können, weil ich zu spät reagiert habe. Ah, das tut mal wieder gut, mal ein bisschen zu spielen. Einmal in der Woche. Zu mehr komme ich ja nicht mehr. Bin nur noch am Üben und Lernen, also. Ja. Das reale Leben eben. Ich wünschte mir, ich wäre Schüler, da hätte ich mehr Zeit. Allerdings wäre ich Schüler, hätte ich diese Ausstattung nicht. Jetzt hab ich zwar die Ausstattung, kann es aber nicht nutzen, weil ich keine Zeit habe. Das ist sowas, das ist so eine Sache, die widerspricht sich total. Ja. Na gut. Ich muss noch irgendwas ernten, aber was soll's. Ich gehe jetzt erstmal hier runter. Ich nehme das noch alles mit. Da die Dinger nehme ich auch mit. Mal gucken, was hier hinter steckt. Da hinten sind wieder einige Blümchen, aber gut, ist in Ordnung. Das nehme ich auch.